eine Person der Ansar sagt zum Propheten, willst du mich nicht benutzen? Er sagt hier für eine Tätigkeit im Deutschen. Aber mit dem Isti'mal ist gemeint, yani in Bezug auf Staatsangelegenheiten, Staatsposten, Gouverneur, Amir, Statthalter irgendwo. Willst du mich nicht auch für eine derartige Aufgabe benutzen, wie du so und so benutzt hast? Und dann sagt der Prophet, er hat ihm darauf nicht direkt geantwortet. Denn der Prophet hat unter anderem in einem anderen Hadith gesagt, dass wir diese Angelegenheiten nicht denen überlassen, die danach fragen. Wer danach bittet, wer danach strebt, diese Posten zu bekommen, der kriegt sie nicht. Aber er hat ihm was anderes gesagt. Er hat ihm mitgeteilt, wie es ihnen in der Zukunft ergehen wird. Er sagt, Satalqawna ba'di athar. Das ist das gleiche Wort wie in dem vorherigen Hadith. Ihr werdet, euch werden Dinge vorenthalten werden in der Zukunft. Und er spricht hier einen der Ansar an. Und daher, die Khilafa gab es nie unter den Ansar. Keiner der Khulafa war von den Ansar. Die Khulafa, wenn wir beispielsweise mit den ersten vier Khulafa beginnen, waren alle Muhajirun. Richtig? Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali waren alle Muhajirun.